Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, zur Okami HD, der Steam-Version. Ja, wir sind wieder im Dorf Kamiki angekommen, in der letzten, am Ende der letzten Aufnahmesession. Und ich werde mich erstmal darum kümmern, Bäumchen zum Blühen zu bringen. Sollte nicht allzu schwierig sein. Und gibt uns ja wenigstens etwas Glück. Und er sagt uns auch immer schön, wie viele es noch sind. Was für eine Freude zu sehen, wie das Leben diesen Ort zurückkehrt. Nur noch 13. Wir werden mit einem Wunder gesegnet werden, wenn alle Bäume blühen. Ja. So wie der hier zum Beispiel. Hat sie was Neues zu sagen? Wenn das nicht Schneeball ist, bist du damit beschäftigt, dein Territorium zu bewachen? Eine sehr erfrischende Brise kam heute plötzlich auf. Wie viele Jahre ist es her, dass Konohana so grün und fruchtbar war? Damals waren die Bäume des Dorfes in voller Blüte. Ja. Während wir hier Bäumchen anmalen, kann ich ja ein paar Worte ausrichten. Mehr oder weniger. Ich muss zugeben, ich bin ein bisschen, ja, enttäuscht, was die Aufrufe von dem Let's Play angehen. Die letzten paar Wochen sind irgendwie null Aufrufe für die meisten Videos oder nur ein einzelner rausgekommen. Und gut, ich kann es irgendwie nachvollziehen. Okami ist ja nicht gerade das neueste Spiel. Es sind ja schon die PlayStation 3 Version und die PS4 HD Version wahrscheinlich schon oft genug Let's Played worden. Aber trotzdem finde ich es ein bisschen schade, vor allem von meinen Abonnenten. Ich kann verstehen, dass es nicht jeden interessiert, aber ich dachte, wenn mich schon die Leute abonnieren, dann auch deswegen, wegen dem, was ich spiele und nicht einfach nur so. Wobei ich das Gefühl habe, dass ich noch sehr viele Abo-Leichen in meiner Abo-Liste habe. Na ja, gut, ich schweife zu sehr vom Spiel ab. Hier geht es ja nicht um meinen Kanal, hier geht es um Okami. Ich werde trotzdem mit dem Spiel weitermachen. Einfach weil ich motiviert dafür davon bin, damit weiterzumachen. Hey, cool, ich habe gerade zwei Bäume auf einmal zum Blühen gebracht. So, hier oben ist gerade niemand. Dann gucken wir mal nach da oben. Das war dann doch zu viel des Guten. So, wieder zwei. So, ich glaube nur noch der eine hier, oder? Ja, scheinbar war es das schon. Was hat Herr Mandarine zu sagen? Endlich! Das ist die Antwort auf meine Gebete. Alle Bäume des Dorfes sind wieder voller Leben. Es ist an der Zeit, diese Kraft der guten Erde zu nutzen. Ja, es ist nun Zeit für den Konohana-Tanz. Ich werde den Geist des heiligen Baums Konohana zurückrufen. Sake der Tapferkeit. Aber zuerst muss ich meinen Schwur zur Abstinenz brechen. Ich werde behutsam diesen Sake trinken und schon bald werden wir die Blüten sehen. Das ist er behutsam, er kippt die Hälfte in seinen Bart rein. Oh ja, ja, jetzt ist er... Ja. Seine Mandarine ist groß geworden.
Hey Opa, bist du okay? Du hast einen wirklich seltsamen Ausdruck in deinen Augen. Ja, und... Amaterasu starrt auf die Mandarine. Sieht mal den schönen Pfeil da. Schneeball Iso, was ihr jetzt gleich sehen werdet, ist der Stoff für eine Legende. Ja, Amaterasu seufzt nur. Wer Zeuge des Geheimnisses der Geheimnisse? Ich präsentiere den Konohana-Tanz. Oh, Pinsel. Es funktioniert nicht. Nicht mal ein kleines bisschen. Der Baum hätte doch in voller Blüte stehen sollen. Ist der Konohana-Tanz ein Reinfall? Nein, das kann nicht sein. Ich werde nicht aufgeben. Ich werde weiter tanzen, bis Konohana wieder blüht. Noch einmal das Geheimnis der Geheimnisse. Der Konohana-Tanz. Ja gut, jetzt müssen wir ein bisschen nachhelfen. So. Und die letzte. Hoffentlich. Sieht aus, als ob es die letzte war. Nein, doch noch nicht ganz. Gut. Der ist besoffen und wahrscheinlich müde. Ah, großer Amaterasu. Sakuya hat sich umgezogen. Sakuya, du lebst und du siehst sehr gut aus. Mein kleiner Läusefreund, ich sehe, du bist mutig wie immer. Ich schulde auch diesem netten älteren Herrn meinen tiefsten Dank. Welch Tapferkeit, einfache Worte können meine tief empfindende Dankbarkeit gar nicht ausdrücken. Bei euch allen bin ich wieder erneuert und voller Energie. Schluck. Aber natürlich gebührt der ehrfurchtgebietenden Göttin Amaterasu mein größter Respekt und Dank. Gepriesen seist du. Ich kann nicht versprechen, dass dies die Erlösung für ganz Nippon bedeutet, aber wenn du die Wächtersprösslinge im ganzen Land wiederherstellst, dann wirst du auch davon resultierende Kräften profitieren. Ich werde hier in Kabiki bleiben und für deinen Erfolg beten, wie ich darauf hoffe, dich wieder erblicken zu dürfen. Möge dich der frische Duft der Blumen für immer beschützen. Oh Mann, was nun? Wieder eine Konstellation? Jo. Flatsch und Flatsch, nächster Pinselgott.
ist es diesmal eine... Danke, dass du meinen Bildschirm kaputt machst. Ist das diesmal eine Katze? Nein, es ist ein Affe. Mal wieder. Ah, Amaterasu, Quelle alles Guten und unserer aller Mutter. Lange habe ich mich hier in der Natur von Kamiki versteckt. Aber die Zeit ist gekommen, dass ich Hasugami mich zu erkennen gebe. Möge meine Kraft dir eine Hilfe sein auf deiner schweren Reise. Oh mein Gott, das war Hasugami. Mit der Technik Seerose kannst du Seerosenblätter auf dem Wasser erschaffen? Du kannst damit Wasserflächen überqueren. Probier es aus. Komm schon, hier lang, Ami. Ah, das ist jetzt aber praktisch. Ich habe diese Schatze da draußen schon seit einer Weile im Auge. Warum erschaffst du nicht ein paar Seerosen hier? Mach dir einen Weg aus Blätter über die Insel. Die Pinseltechnik Seerose erschafft Seerosenblätter auf dem Wasser. Alles, was du tun musst, ist es, Kreise auf dem Wasser zu malen. Komm schon, Fellknäuel, lass mal sehen, wie du mit deinem Pinsel Wunder wirkst. Genau, das ist es. Hey, hey, nimm gefälligst dieses selbstgefällige Grinsen aus deinem Gesicht, Fellknäuel. Zumindest müssen wir uns keine Sorgen mehr machen, nass zu werden. Ich weiß jetzt, wo du diese neue Kraft hast. Lass uns damit ein bisschen weiter aus dem Dorf rausgehen. Siehst du, ich habe doch gesagt, dass es hier einen Wasserweg gibt, der in den Wald führt. Ja. Das ist da hinten. Da, wo die Fähre ausgetrocknet ist. Gut. Unser kleiner Sakura ist wieder zurück. Und munter wie immer. Aber es gibt noch immer viele Wächtersprösslinge, die nicht blühen. So, jetzt erstmal eine zweite Seerose. Damit wir hier rüberkommen. So, ein Sonnenfragment. Und da gucken wir gleich mal, wie viel... Ah, viel war es nicht gerade, aber das reicht, um noch ein Sonnenfragment zu holen. So. Neugier ist ja bekanntlich gesund. Ah, das ist reicht nicht. Na, das reicht nicht ganz. Okay. Was, sag bloß, ich komm nicht hier hoch. Okay, da muss ich jetzt gerade passen. So ein Stück können wir schwimmen, das spart Tinte.
Okay, da ist es irgendwie zu steil, um für mich hochzukommen. Mist. So, aber hier komme ich wieder zurück. So, das heißt, ich könnte theoretisch versuchen herauszufinden, was hinterm Wasserfall ist. Nichts, okay. Dann wieder zurück. Euch habe ich schon gefüttert, ja. Kaufen wir mal Futter. Oh, du bist geschickt worden. Zwei Koffenwelpe? Ja. Na, ich hätte ein paar Schätze zu verkaufen, aber ich will kaufen. Nämlich hauptsächlich von denen mal. Ja, 10 Stück. Und von denen jeweils 2, falls ich sie mal brauche unterwegs. So, alles andere ist egal. So, ich habe schon mal genug Nahrung, ich habe genug anderes Zeug dabei. Euch habe ich auch schon gefüttert, ja, habe ich. Ja, da hinten wäre der Wasserweg. Ich will aber erstmal ganz kurz hier ins Hanna. Ja, doch, Hanatal war's. Gucken, ob wir nicht jetzt doch an das Secret da hinten kommen. Naja, das war jetzt nicht geplant. Oh, Fisch. Ja, und das Secret da. Achso, ich kann da gar nicht runterjumpen. Da ist eine unsichtbare Wand im Weg. Ja? Auch gut. Ah, ich bin ein Blindfisch, merke ich gerade. So fällt mir das erst jetzt auf. Gute Frage. Denken wir nicht länger drüber nach. Wir haben das jetzt geholt aus dem Hanatal. Das heißt, ich kann Vollspeed geben und von hier verschwinden.
Und dann können wir ja doch weitermachen. Kümmern wir uns erst um die hier. So, das war's sogar schon, oder? Ja. Gibt so mal ein bisschen Name von mir, aber ist effektiv. Sie einfach in die Luft zu jagen. So.